Und die Flucht geht noch mal los. Selbstzerstörung. Weg hier. Hoffentlich stelle ich mir keine Feinde in den Weg. Ich muss einfach nur fliehen. Alles andere wäre äußerst tragisch. Ah. Schneller, Simo. Du schaffst das schon irgendwie. Yes. Funktioniert doch. Simo! Simo! Gott sei Dank. Du lebst noch. Tut mir leid, dass ich dich in sowas in diese Situation gebracht habe. Ich erwarte deine Ankunft bei der Missionsbasis. Mission abgeschlossen. Dann gehen wir auch so schnell es geht zurück zum Transserver. Wow. Watschi. Ab zur Basis sofort. Und immerhin B-Rang. Was will ich mehr? Habe halt ein bisschen wenige Feinde zerstört. Ein bisschen viel Schaden kassiert, das ist so der Hauptknackpunkt gewesen. Aber naja. Wir haben die Daten, die du bekommen hast, analysiert. Aber die meisten Daten sind beschädigt und, nut und nutzlos. Die guten Neuigkeiten sind, dass wir deine Waffen, Daten wieder rekonstruieren konnten. Wenn du etwas darüber wissen willst, dann red mit unserem Ingenieur, der Server heißt. Tut mir leid, dass die Mission so schlecht verlief, aber hat die gerade. Ja, ich will hoffen, dass wir weiterhelfen. Gut, und genau das werden wir jetzt nämlich tun. Wir werden uns jetzt zu Server begeben. War der nicht hier irgendwo? Ne, Schwarz war was anderes. Noch ein tiefer vielleicht, den noch ein tiefer. Dann muss es hier gewesen sein. In diesem Häuschen war das, glaube ich. Server! Sivo, du hast es genau rechtzeitig, du bist gerade rechtzeitig. Schau dir mal das an. Das ist eine Waffe, der sich Triple Watt nennt. Du kannst in alle acht Himmelsrichtungen angreifen. Es braucht ein wenig Technik, aber ich bin ziemlich sicher, dass du damit umgehen kannst. Du hast den Triple Watt, den wir sonst nie bekommen hätten, wenn wir diesen so nicht erfolgreich geschafft hätten. Ich denke, ich kann hier mal eben demonstrieren. Ich werde meinen Sie selber so lange dagegen austauschen. Ja. Damit können wir, wie gerade schon erwähnt, in alle Richtungen angreifen. Und aufladen ist noch nicht drin, oder? Nicht wirklich. Vielleicht hoffentlich gefällt es dir. Und wenn mir nicht alles täuscht, ich kann mal gucken, ob ich eben den Demonstrationsopfer dafür finde. Hui, schneller, Sio, hau rein. Nämlich, wenn ich jetzt hier hingehe, müsste ich eigentlich Richtung Disposal Center kommen und die Feinde müssen wieder auftauchen. Oder wurden die komplett ausgesäubert im Zuge? Nein. Dann halten die vielleicht ein bisschen zu wenig aus dafür. Ah, nee. Konntet ihr es gerade sehen? Ein richtig schöner Pogo-Jump von den Feinden. Wunderhübsch, oder? Kriege ich noch einen schönen, an dem ich es zeigen kann? Jo, das ist wirklich klasse. Einfach nach unten. Irgendjemand will nicht, dass wir unseren Pogo-Jump testen. Wundervoll! Wuhu! Wenn ich also im Stehen da unten schieße, dann macht er es so. Die Dinger sind auch quasi dafür gemacht, dass man daran seine Waffe aufstuft. Wenn man darüber nachdenkt. Hey. Nun kann ich einen Doppelangriff ausführen.
Okay. Was war das? Was war das für eine Bedeutung haben soll? Ich glaube, damit ist dieser doppelte Stich da gemeint, denn dass sich das Ding noch ein bisschen verlängert. Okay, eigentlich wollte ich nach unten. So in etwa, aber nicht an der Seite davon. Ja, mein Bast habe ich ja noch. Kann ich das Ding ein bisschen wegräumen in der Richtung? Ach, da kommst du also nicht wieder, bis nicht alles zerstört wurde. Freut mich natürlich. Okay, ich muss gucken, dass ich irgendwie hier HP kriege, sonst sterbe ich ja noch. Und ich glaube, ich hatte noch ein Leben übrig. Ich liebe es. Und ich sterbe es. Naja. Ich denke, es war genug gespielt für heute. Generell in allen Sinn des Wortes. Zum einen genug Mega Man Zero gespielt, zum anderen genug rumgespielt mit dem netten kleinen Waffenzeugs hier. Und deshalb würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute mit Mega Man Zero. Das waren so die ersten drei Missionen, die ich heute unbedingt machen wollte. Und dann würde ich sagen, sieht man sich das nächste Mal, wenn ich keine Ahnung was tue. Werden wir dann auch sehen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Wuhu.